Schrotz, ja, die Pistole, die hat noch ein paar Schuss. Braucht ihr Muni? Lass erstmal den einen Pfeil noch, ja genau. Wenn wir jetzt... Holen wir wieder den Pfeil. Wartet mal hier. Nehmt mal eure Waffen, ich gehe näher ran, schieß, dann wird die Horde schon kommen. Hey, komm mal. Ey du, ja, ich bin hier, na komm. Na, kommen sie? Oh ja. Jo. Oh Gott. Steht einfach so nebeneinander, dann ist alles gut. Ich nehme den rechten. Okay. Jo, okay. Check. Na, komm mal. Oder auch nicht. Du hast keine Muni mehr, deine Muni ist alle. Ich glaube, deine Waffe ist leer gewesen, Stefan. Ja, gut möglich. Ich gehe ran, Achtung. Ich nehme den Schrot einfach. Mehr Muni für. Ja. Rechts sieht sicher aus. Oh, ich hätte das Zeug ins Auto laden sollen, ne? Sieht an sich ja, alles recht sicher aus. Hier ist schon wieder so ein eingezäuntes Haus mit so einem Stacheldraht. Ja. Da ist auch ein Brunnen. Ach Mist, mein Rucksack ist, glaube ich, sogar noch voll. Na egal. Müsst ihr das Zeug jetzt schleppen? Ja, so viel Platz habe ich auch nicht, aber ein bisschen geht noch. Wir gucken mal, was wir schon finden. Andere Sachen weg. Bleibt mal hier unten auf der Kreuzung stehen, dort an dem Mast hier. Stell dich mal mit hin, Igor. Und nimm mal deine Waffe in die Hand. Achtung. Den von rechts, nämlich. Ja. Igor, ruhig ein Stück nach vorne. Einer von vorne. Bisschen früher, Igor. Sonst setzt jetzt Stefan erwischt. Da oben kommen zwei, Hauptstraße hoch zu, von Polizei. Drei. Vier. Oh Leute, die glitschen bei mir, das ist nicht gut. Scheint ruhig zu sein. Ich höre noch einen links, aber wahrscheinlich im Haus. Ah. Ladet erstmal nach. Nutzt den Moment. Ah, bin schon. Schrot ist schon. Oh, ganz viele Garagen. Ja, guck. Ui. Ja. Schön. Das ist echt praktisch. Oh, Dietrich nehme ich immer mit. Eine Gaslampe! Ich habe nochmal so einen Schwimmer für dich gefunden, Stefan. Ja, cool. Ich habe ja noch eine Bohrmaschine für Geld und einen Fernglas, falls das jemand möchte. Das Fernglas bin ich mal. Jo. Hier ist ein Sitz. Hier sind sehr viele Brunnen. Echt cool eigentlich. Bin in der Polizeistation. Ach man, kann ich hier oben nach unten hauen? Ja, danke. Oh, hier ist ein Werkzeugkasten. Ein richtiger. Oh ja, du tasch mal. Kriegst du den noch mit eingepackt? Ja. Dann tausch. Oh. Und dann gucke ich mal, ob ich die aufkrieg. Hab ich eins dabei? Okay. Da wird sich der drüber freuen. Gut, Magazine kann ich noch mitnehmen, das geht. Also ich denke, das ist so ganz gut, dass
wir heute auch so viel einmal schießen und die Waffen halt benutzen. Gerade auch für die Zweier halt, dass die das mehr üben. Ich meine, Stefan hat ja seinen Charakter eher auf Bogenschießen und so, der ist ja eher so der Survival-Dude. Mit Schusswaffen ist er ja nicht so eigentlich. Aber das ist ja schon mal ganz gut. Hier liegt eine Block, die ihr gerne mitnehmen könnt. Ich habe leider keinen Platz mehr, ihr könnt die Waffen gerne mitnehmen. Verkauft die einfach, das gibt gut Geld. Also wenn man leer ist, bitte? Da ein bisschen, was gut ist, mein Kicker ist leer, ist dann ein bisschen extra Platz. Ja, ja. Ein paar Sachen reinstopfen. Wir haben hier nochmal so eine AK. Die würde ich, sowas würde ich aufheben, oder? Kann die jemand kurz aber mittragen? What the... Oh mein Gott. Ja, mach ich sonst... Sowas würde ich dann für uns auch aufheben in der Kiste. Das wäre... Ja. Da würde ich hab hier was. Da würde ich so eine... Genau so eine Waffenkiste vielleicht auch machen für die Operation dann später alles, dass ich da die großen Waffen einlag... Was denn? Da, vorhin. Oh, Dietrich! Danke. Verbesserter Dietrich. 9mm Schachtel. Okay, die unten sind alle auf. Dann gehen wir mal hoch. Wart ihr oben schon? Oh, noch nicht. Also ich nicht. Nee, ich habe hier unten einen leise gekriegt. Das heißt, hier oben gibt es noch Spaß. Yo, da liegt schon einer. Der steht auch schon auf. Hinter der Treppe, hinter dir. Vorsicht. Oh, geil. Hier steht noch einer. Oh, Vorsicht. Puh, das war knapp. Und der ist geschossen, ey. Alter. Stefan, ich hab dir mal hier den Dings hingelegt, den Schwimmer. Okay, ich kann nichts mehr aufschließen, leider. Ich habe keine Schraubenzieher mehr. Ich habe noch einen. Ah, wirklich? Brauchst du den? Nee. Wo ist er denn? Zwei Versuche, das könnte perfekt passen. Ich habe ihn dir auf den Tisch gelegt, Stefan. Jo, hab ich gesehen. Super, danke. Das war knapp. Okay. Hier liegt noch eine M911 und noch eine Shotgun, eine abgesägte. Wer die mitnehmen möchte, kann die ja mitnehmen zum Verkaufen oder so. Also wenn du Platz mehr ist bei irgendwas mehr, dann fange ich an zu sortieren. Ja, alles gut. Das passt schon, wir haben es ja durch jetzt. Ich habe kaum noch Platz, ich muss da halt irgendwie gucken. Warte, ich passe was. Habt ihr eigentlich Nahkampfwaffen, irgendwelche? Baseballschläger, ja, oder irgendwas? Ich glaub... Okay. Ich habe meine Gartenhacke und es ist ein Vorschlaghammer. Ah, okay. So. Hier. Oh mein Gott, ist sie groß. Okay, die Pistole habe ich unterbekommen. Zur Not können wir es einfach in der Hand tragen. Ja, die Schrot habe ich jetzt auch geschafft. Warte mal. Okay, dann let's go. Haben wir das auch noch geplündert? Ja. Sehr schön. Das kriegen wir auch noch unter. So, haben wir jetzt hier gleich Besuch? Das sieht nicht so aus.
Nur 17. Okay, ich kann meine Katana gleich nicht mehr wirklich benutzen. Die sieht nicht mehr gut aus. Ich brauche jetzt wieder Schleifsteine. Verkauft Herbert Schleifsteine? Zufällig, wisst ihr da was? Ich glaube schon, wenn du Millionär bist. Muss ich mal den Millionär investieren. Das geht nicht anders. Die Katana zu verlieren wäre schlimmer. Rechts, links Zombie. Kommt. Ja, kommt. Habt ihr? Ja. Aber läuft ganz gut, dass sie alle gerade so schießen können und so. Das ist schon gut. So. Warte, du musst noch kurz mit dir Karten nehmen. Ja, leg auf den Boden, ich schmeiß dir alles rein. Und einpacken, weil sonst kann ich nicht einsteigen. Oder dann müsst ihr wieder fallen lassen. Ja, ja. Igor, muss ich bei dir auch noch irgendwas hinten reinlagern? Ich bin gut voll, aber also geht. Okay, dann einfach einsteigen. Das lief alles echt gut. Okay. Alles habe ich wieder den Grafikglitch. Scheiße. Oh Mann, was eine Tour, ey. Sehr, sehr lohnende Tour heute, aber. Guter Ausgang. Ich finde so gut. Ich finde so gut. Ich finde so gut, dass wir heute mal so viel schießen jetzt konnten auch im Endeffekt. Ja, ich muss da mit dem Handling, mit dem Nachladen, was wirklich ganz große Probleme. Ja. Aber besser ist passiert halt jetzt im kleinen Kreis, wenn wir zu dritt sind, bloß deine Zombies kommen und nicht Mac. Ja. Deswegen ist das ganz gut gewesen, dass wir das heute auch mal einfach so üben können. Er hat auch Schwachstellen, aber wenn die das umgebaut haben, weiß ich nicht mehr, wo die sind. Also, wenn du willst, können wir einen verrückten Weg nehmen und gleich geradeaus weiterfahren. So ein bisschen, oder willst du eher eine befestigte Straße fahren? Geradeaus weiter wäre gleich eine unbefestigte. Aber du meinst hier rechts jetzt rein? Kürzer. Ja, genau. Können wir machen. Kannst du beides fahren, ist egal, wie du willst. Könnte witzig werden. Könnte witzig werden? Wieso witzig? Ja, aber unbefestigt im Schnee? Ich mit meinem Bleifuß? Na, geil. Wenn wir gleich fliegen, ist Stefan schuld. Sowieso. Wir fliegen wir zwischen den Bäumen hindurch. Juhu! Dann sind wir irgendwann wieder ganz unten. Ganz toll. Ja, und jetzt der Straße folgen. Ich fahr mal lieber langsam. Nach rechts kommen. Nach rechts? Da nicht rein. Nee, geradeaus weiter. Okay. Nicht rechts abbiegen, da kommt gleich ein Weg. Wieder. Alles klar. Schätzen. Links ist schon mal kein Schnee mehr, das ist schon mal beruhigend. Was, Hase? Blase. Noch ganz gut. Okay. Findest du witzig, hä? Immer. Mein Igor. Nein. Bloß nicht. Ihr könnt hier einmal meine Blase haben. Da wisst ihr, wie das ist. Nein, danke. Da muss ich ja nach hinten aufs Klo gehen. Ja, siehst du? Da sei froh, dass du das nicht hast. Das wäre ein Skandal, ey. Dann wäre Aria oder wie ist die Olle Schnöpfe da? Ja, was hast du jetzt gemacht? Ich hier auch gleich wieder geradeaus weiter. Da können gleich zwei Straßen nach rechts abgehen, darf man nicht reinfahren. Okay. Also einfach geradeaus. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wir sind dann da irgendwann, müssen dagegen wegkämpfen, dann kommt hier, ne? Timeout. Ich muss pinkeln. Dann pisse ich mir lieber ein, als dass wir da gegen den Mac irgendwie Probleme kriegen. Stefan, wir könnten wetten, ob wir es ohne Pipi-Pause zurückfahren. Leck mich. Entschuldigung, das habe ich gar nicht ganz verstanden. Ja, stimmt. War doch kein einziges Mal. Ja. Doch, einmal war schon. Doch. Gleich nachdem wir losgefahren sind am Turm oben. Jetzt war es überraschend schnell helle. Ja, und jetzt auch geradeaus weiter. Okay. Und dann, also eigentlich jetzt, ja, geradeaus weiter und dann kommen wir auf die Pierstraße und dann da auch rechts sozusagen. Okay. Mehr oder weniger so ein Schachtlauf dann folgen. Also jetzt hier rechts. Jo.
Und immer geradeaus. Und immer geradeaus. Alles klar. Ah, das ist eine befestigte Straße, ist schon schöner. Ja, viel schöner. So ein Auto. Ah. Oh ja. Oh, dann läuft die Operation jetzt. Na krass. Okay, Igor, dann würde ich sagen, du hast jetzt eine Aufgabe. Oh oh. Dir eine Kiste zusammenzimmern. Wo du deinen Stuff reinlegen, lagern kannst, ein bisschen. Das war schon eine ziemlich harte Aufgabe. Ich bin sicher, du schaffst das. Ich gebe dir auch noch Nägel, kein Problem. Oh, oh, oh. Okay, das war ein bisschen sehr getriftet, sorry. Da kommt man hier in der Stadt an. Ich kann es aber nicht lassen. Kommen die Louis Olivier wieder hoch in die Decke. Ah, das wäre die Stadt. Ja, aber ich glaube, da kannst du auch der Hauptstraße folgen, dann müssen wir eigentlich auch durchkommen. Ja. Oh Gott, jetzt sind ja so viele Zombies. Kommen die eigentlich immer so schnell her? Werfen die irgendwie? Eigentlich nicht. Aber es gibt manchmal so Gruppen, die umherziehen. Die verteilen sich dann immer in so Städten durch die Häuserwände halt und schluchten alles. Tja, wo du triffst so eine kleine Horde mitten im Wald. Gleich bei der T-Kreuzung rechts abbiegen. Ja. Dauert aber noch keinen Moment. 100 Meter. Hier? Ja, genau. Ach, das ist die, wo wir gerade ausgefahren sind letztens, ne? Ja. So. Auf dem Ding zur Tankstelle. Alles klar. Na ja, ich erinnere mich, und wie das so. Jetzt ist es nur der Straße folgen letztendlich. Dann kommen wir wieder zickzack in den Berg zum Wasser. Alter, in die Wolken kurz mal wieder verschwinden. Ich glaube, das alleine schaffen. Sonst hoffe ich. Kennen mittlerweile. Ja, so ein bisschen. Doch, ich denke schon. So ein bisschen. Wenn man schon hier ist, dann fühlt sich schon fast wieder heimisch. Schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das hier als heimisch betiteln würde. Ja, aber weißt du, so hier ist dann hat man sein Bett stehen, sag ich mal, so eine kleine Wohnung sich da sichert. Ein Moped steht davor. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man kommt dahin wieder zurück momentan. Das ist so. Vielleicht kommt das bei dir dann auch noch, Igor, wenn du dir da ein bisschen was auch reinzimmerst, ein Bruder. Und du merkst, du hast da was Eigenes. Das ist klar. Aber das kommt mit der Zeit. Dass die Scheiße verschwindet aus deinem Kopf. Dann jetzt wahrscheinlich immer zum Outposten, ne? Bitte? Jetzt immer zum Außenposten. Oder jetzt erstmal zurück zum Dorf. Zum Dorf, sag ich schon, zur Base. Ich würde sagen, wir fahren erstmal zu uns, oder? Dann pack mal aus, was wir definitiv behalten wollen. Und dann gucken wir mal. Ja, auch nicht schlecht. Da aus dem Dach raus. Das ist ein Haarglitch. Das sind die Haare von Igor. Er hat's versucht. Jetzt kommen sie alle, oder? Oh ja. Na dann schnell. Sie haben uns irgendwie, haben sie das nicht ganz gecheckt. Sie gucken in die andere Richtung. Okay, nimm trotzdem den Schrubbchen in die Hand. Okay. Gut, auf ich mach Polizisten die Zombie. Tür zu, alles gut. Ich brauch Heide, schlimm. Kannst du deine Vorräte auffrischen? Naja, ich will mich jetzt ja auch nicht unbedingt durchschießen, weißt du?
du denn ein bisschen nach vorne? Ja, ist klar. Das sind drei Stück. Dann bleibt ihr mal hier stehen und dann machen wir mal. Okay, ich hab doch laut. Stellt euch einfach hin, es geht gleich los, die kommen da alle. Achtung, hinter uns. Ich guck mal da rechts. Lohnt sich das auf Dauer? Nein, aber zum Üben, zum Schießen ist es nicht verkehrt. Normalerweise hätten wir ja auch eher jetzt das in Ruhigen gemacht. So. Das fühlt sich gut an irgendwie. No. Teile schnitzen. Seit langem mal wieder. Jetzt kann nämlich erstmal Stefan in Ruhe seine Pfeile auffüllen. Ja, in den Häusern sind wahrscheinlich noch welche drin. So. Igor, ich gebe dir mal ein paar Nägel. Dann kannst du mal dir eine Kiste zusammenzimmern. In Ruhe. Shit. Warte mal. Der Allgemeines? Habe ich hier Platz? Ja. So. Das hebe ich mal auf. Das ist ein Gag. Anders als Muni. Nägel, warte mal. Oh. Hier bitte schön, eine schöne Box mit Nägelchen. Dann kannst du mal gucken. Boah, das ist schön. Der das zusammenzimmern kannst in Ruhe. Da hast du was zum Weglegen für gutes Zeug oder so. Oder einfach ein kleines Lager für dich. Kannst du mehrere Kisten draus machen, sind genug Nägel drin. Boah, das ist leider ein Grafikglitch von den Haaren. Boah, ich habe so einen Durst. Ja, irgendwie wird das gar nicht besser, ey. Hast du schon was getrunken? Trink mal richtig großen Schluck. Ja, schon andauernd hier, ey. Zack, zack. Wo war jetzt die andere hin? Hier, also die würde ich aufheben. Definitiv. Soll ich die großen Waffen, die guten, die wir jetzt gefunden haben, zum Beispiel zwei AKs, erstmal bei mir oben in die Kiste schmeißen? Ja, kannst du erstmal irgendwo einlagern. In kleinem Kram können wir dann im Endeffekt verkaufen, aber macht euch mal bei euch eine separate Kiste, wo ihr gute Ausrüstung für so Einsätze reinlegt am besten. Dann also eigentlich, dass man einmal komplett Equip tauschen kann letztendlich auch. Richtig, ja. Dass wir dann wirklich mit guten und frischen Klamotten dann immer auf so Einsätze gehen können. Irgendwie habe ich mich echt nackt gefühlt eben ohne Teile. Das war also ein ganz komisches Gefühl. Jetzt weißt du, dass du immer deinen Vorrat dabei haben musst. Ich habe immer mehr Durst, obwohl ich hier trinke wie ein Loch, ey. Zeig mal. Irgendwas stimmt mit mir. Lass mich mal deinen Puls checken. Ich mal kurz zu mir rein ein paar Sachen ablegen. Ist warm. Dann geht's hat die mir Schrottbrause verkaufen oder was? Alles gut. Lass es erstmal im System ankommen. Gut ist meine Rüstung jetzt eigentlich. Ja, also ich glaube, Faden habe ich tatsächlich noch. Nägel habe ich auch. Brauche ich eigentlich nur noch Bretter. Kann ich mit dem geilen Bushcraft-Messer nicht auch was
Fell, das müsste doch eigentlich gehen. Nee, du kannst ja aber vorne, du kannst ja aber vorne bei den Steinchen, mit ein paar Steinchen am Boden, gleich so eine ganz einfache provisorische Axt machen, damit kannst du ein paar Bäume fällen. Ja, brauche ich ja wieder einen Saal, das habe ich ja nicht. Warte. Ich habe alles. Ich habe alles. Ich habe ein Gummiband, zählt das auch noch als Saal? Nein. Da, bitteschön. Davon habe ich genug. Ich weiß davon hätte. Wie das. Dann kannst du dir eine kleine Axt machen und dann kannst du dir in Ruhe zwei, drei Kisten zusammenzimmern und mal schön sortieren und dich ein bisschen einrichten. Ich weiß, du willst nicht hier sein, wir werden alle nicht hier sein, aber es hilft ein bisschen. Ich niederlassen, es ist. Es wird ein bisschen helfen, glaub mir. Wir bleiben nicht ewig hier. Dann lassen wir das alles zurück. Aber bis dahin brauchst du auch was, wo du was für dich hast. Alles gut soweit, Igor? Also irgendwie, ich weiß nicht, sonst muss ich mich irgendwie gleich mal irgendwie hinlegen. Das mit dem Trinken, das wird einfach nicht besser, egal wie viel ich trinke. Das ist irgendwie komisch. Wie viel hast du denn getrunken? Also mittlerweile schon jede Menge Brause, Orangensaft und es passiert, also ich bin noch übelst durstig. Wie viel Schluck hast du so genommen? Also das Orangending ist leer. Mir ist halt wieder scheiße warm mit dem ganzen Zeug hier. Ja, zieh doch was aus wieder. Ja, wenn ich eine Kiste hätte, wäre es vielleicht einfacher. Dann mach dir mal schnell eine Kiste. Ah, oh Gott. Ich glaube, dann gibt Shiba jetzt diese Rüstung, die sie gekauft hat. Stefan wahrscheinlich. Weil sie hat ja jetzt eine. Wo waren die Gloves, die... Das behält sie auf jeden Fall. Die Gloves. Die Waffen. Die behält sie auf jeden Fall erstmal. Die guten Shotguns behalten wir auch. Gegen Zombies und so ist das halt was Gutes. Das ist Zeug, was wir verkaufen können. Das wird behalten, das wird behalten. Das kommt weg. Das wird behalten. Die Helme halten wir auch hoch. Die sind halt auch gut. Oh Gott, jetzt kommt Einräumen, ne? Jetzt kommt die Einräumphase. Ja, die ist immer, die ist nicht so geil. Hier? Ja. Ja, ich bin hier oben. Magst du mir gleich mal ein, zwei Portionen von dem Fisch rausgeben aus dem Auto? Ja, klar. Warte. Warte mal, wenn du gerade schon hier bist, komm mal kurz mit ganz ja, hoch. Ja, ja. Geh mal ganz hoch. Komm mal mit. Jo, jo. Die hier ist schon mal für dich. Leg die dir in eine. Mach dir mal eine separate Kiste oder so. Ja, ich muss bei deinem. Ja, das ist eine große taktische. Kannst du noch ein bisschen einlagern, weil sonst bin ich wie zu voll noch gerade. Ja, okay, dann, dann hebe ich die mir auf. Gleich. Sag Bescheid, wenn du dann eine Kiste für sowas hast, dann kriegst du sie wieder. Vielleicht dann auch wirklich ein paar Handschuhe. Ich sammle einfach zu viel, das ist das Problem. Ich auch. Guck mal, ich habe hier drei Kisten, in der Mitte zwei Kisten, ganz unten eine Kiste. Ich kenne das. Ganz schlimm. Kann man vielleicht gebrauchen? Ja, es ist aber doch okay. Es ist doch okay. Wir können hier eigentlich alles immer gebrauchen. Ich habe ja heute auch so eine taktische Weste gleich gefunden. Die ist zwar nicht mehr so gut, aber naja. Ich kaufe uns Rüstung, richtig gute Ausrüstung und dann läuft das schon. Ja, einen Teil können wir vielleicht immer irgendwann mal selbst kaufen.
Ein bisschen habe ich ja auch mal langsam angespart. Müssen wir mal gucken. Ich mache eine kleine Liste, was wir am besten alles bräuchten. Ja. Ich habe jetzt auch die Waffen hier eingelagert. Also hier sind die zwei Waffenkisten, falls du mal was brauchst. Die rechte, da sind unten ein Waffenlager. Zwei quasi sind unten. Größere, die größeren Waffen, wo ich sage, die würde ich auch definitiv behalten. Für Operationen später. Ja, ja. Größer wäre noch besser, aber da müssen wir mal gucken, ob wir was finden noch. Und dann verkaufe ich wieder was, dann kaufe ich wieder für uns Ausrüstung. Ich sammle erstmal. Ich gehe immer wieder die Polizeistation ab, um gutes Stuff zu finden. Ja, nee, also jetzt muss ich auch erst, ja, mal kurz verkaufen gehen. Das wird schon. Was. Und dann erstmal Kisten bauen. Weil ich will auch zwei Stück bauen müssen. Wir können dann gerne nochmal zum Outpost zusammen alle fahren zum Verkaufen, ne? Müsst du bloß Bescheid geben. Ja. Dann gucke ich noch kurz. Ja, ich fange jetzt an, meine Kiste zu bauen oder meine Kiste und dann macht Bescheid. Ich sag euch Bescheid, wenn ich dann los würde, nochmal, ja. Kannst du Igo Bescheid geben, der baut glaube ich auch gerade noch seine Kiste zusammen. Ja, richtig, der war schon am. Ja, da bist gleich dabei. Jo. Auch das hier würde ich sowas würde ich. Haben wir den Fisch vergessen. Hey. Ach ja, ich komm im Moment. Ja, ich hab mir vergessen. Weil mir knurrt der Magen langsam. Das soll ja so nicht, warte. Nee, nee. Wofür wird den gemacht, ne? Eigentlich für diese Aktion, aber auch der Essen. Bringst du Igor einfach mal noch 2-3 Portionen? Ja, mach ich. No, ich habe mir auch noch eine genommen. Ja, auch mehr. Die gönne ich mir gleich. Eine habe ich noch. Naja, mach das. Eine hast du noch und noch, oder? Warte, da kriegst du einen wieder. Jetzt habe ich keine mehr. Warte, da hab ich noch einen hingelegt. Okay, ja, danke. Vom Fleischpelz. Oh. Okay, das lief echt gut. Eigentlich wollte ich mit Stimmverzerrer noch wirklich auch die Antworten vom General quasi aufnehmen. Dass man das wirklich so gehört hätte. Das wäre halt geil gewesen. Aber ich kam leider nicht mehr dazu. Dass die auch so ein bisschen RP-technisch die Antworten wirklich das Gespräch gehört hätten. So stichsichere Westen. Wenn hier was drin ist. Den kann ich trotzdem da einräumen. Dann würde ich den mal mitnehmen. Wait. Die kleinen stichsicheren Westen. Das bleibt. Die Magazine bleiben auf jeden Fall. Die Muni können wir verticken. Oh Gott, diese Viecher, das die Geräusche, ey. Verkaufen. Oh. Der Gasding, stimmt. Den können wir auch noch mit vorschaffen. Magazine. Bleibt auch. Hä, ein bisschen was haben wir gefunden. Ist schon ganz gut. Schön, dass nicht nur ich dieses Problem habe, alles mitzunehmen und alles zu sammeln. Bin ich froh drüber. Ich habe gedacht, ich habe das Problem. Bin ich alleine. Das ist gut. Da freue ich mich. So, das Gewehr würde ich, glaube ich, aufheben. Aber sowas wie die hier würde ich halt doch noch mit tun, diese kleinen Shotgun-Dinger. Ja, auch jetzt so das Bauen, so, das gefällt mir eigentlich so, dass jeder jetzt gerade so ein bisschen baut und werkelt. So richtige schöne Militärhelme. Das sammle ich hier erstmal ein bisschen und dann läuft das. Lager 1. Hey, hier fehlt ne Block. Hä? Egal.
Ich leg die mal hier rein, das ist die Katana. Ich hebe mal von jedem eine Waffe auf, glaube ich, einfach. So was wie das hier. Kann man verticken, die Granaten. Das sind Rauchgranaten, ne? Heißt die Frage, funktionieren Rauchgranaten gegen Max? Wo sind Rauchgranaten gegen Max? Ist die Frage. Bezweifle ich irgendwie. Ich bezweifle, dass die gegen Max funktionieren. Schmeiß ich mir den kurz auf. Das schmeiß ich raus. Dann bringe ich noch die Gasflasche mal kurz zu Stefan vor. Zack. Ach, die Tasche habe ich auch noch. Die kann ich irgendwie verkaufen. Die Schuhe. So. Wo ist der Helm? Hier ist der Helm. Muss ich wieder pinkeln? Nein. Schade, dass ich im Rückweg jetzt nicht so pinkeln musste. Ich habe nicht so viel getrunken, dass ich so pinkeln müsste. Ipatepa. Ah, Gott, ist das schwer. Auch die Ballerei hier. Das muss einfach mal sein, um den Kopf frei zu kriegen. Mit Stefan oder Igor? Stefan? Ja, ja. Was denn? Ich hab hier noch was für dich. Oh, das ist schwer. Wo soll ich denn das Ding hinstellen? Boah. Stefan, die Tür sonst einfach. Okay. Na, wenn ich keinen. Den Meter schaffe ich auch noch. Bitte. Dann ab nach rechts. Ja. Weißt du, wie ich gut an Faden oder sowas komme? Bitte, was brauchst du? Also Faden oder so? Kann ich das irgendwie aus, keine Ahnung, so Bahn machen oder? So Baumrückenseile, ja, meinst du? Genau. Aus kleinen Stöckern kannst du dir, aus fünf kleinen Stöckern kannst du dir immer 10 Dinger zusammen. Einfach die ganzen Büsche. Einfach die Büsche auseinanderreißen, dann kriegst du ganz viele kleine Stöckeln. Okay. Und zur Not die großen noch zerteilen, dann hast du nochmal kleine. Ich will, haben wir denn 23 Uhr? Das geht ja noch. Guck, wenn Erik heute lange zockt. Bewegt er sich? Ah, nee, der Jig ist noch, ist gut. Oh, ich dachte, der bewegt sich. 224 Punkte, hey. Stefan ist auf Platz 1 gerade. Lalala, der hat Nick überholt. Miroslav holt aber auch ganz schön auf. Ein Schleifstein brauche ich unbedingt. Ein Schleifstein. Na gut, die Antibiotika-Pillen, ne? Die werden jetzt schon wieder schlecht. Das ist halt so dumm. Ich kann die mal in den Kühlschrank legen und gucken, ob das funktioniert. Aber ich befürchte, wenn er nicht an ist, geht das auch nicht. Wir können das ja mal testen. Die sind jetzt alle gerade bei 75%. Mal gucken, ob das klappt. Oder ob das despawnt. Ich befürchte, es despawnt. So. Und was trinken. Essen und trinken. Und dann geht das los. Betrinken. Alles trinken.
Sind die Regensammler eigentlich schon wieder was voll? Dann könnte ich die gleich wieder auffüllen. Ja, so ein bisschen. Nice. Wieder aufgefüllt. Sehr gut. Jetzt werde ich da wieder pinkeln müssen. Ich ahne es schon. Ich weiß es einfach. Was wäre so die gute Ausrüstung? Also diese große taktische Weste. Klar. Gute Handschuhe. Ein Helm. Und zum Verkauf habe ich immer richtig viel jetzt. Guck mal, wie Stefan aussieht in der Bude. Bei Ingo. Stefan, ach, hier bist du doch. Ah, hier bist du doch. Einmal was futtern. Kiste ist gerade fertig geworden. Nice. Ich sehe schon 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. Naja. So, jetzt werden wir hier gucken. Nimm dann auch alles mit, was du brauchst. Läuft der Kühlschrank? Wie lange? Also, der ist ja nicht an, dein kleiner Generator. Ja, aber seit ich ihn einmal angemacht hatte, also bis jetzt hatte ich noch nichts drin gehabt. Ich habe ihn einmal angemacht und seitdem kann ich ab und zugreifen auch. Obwohl er jetzt wieder aus... Jetzt, also hält er die, ja, tatsächlich. Die Kälte eine Weile quasi? Ich muss sie testen. Ich habe es auch nicht getestet. Ich habe nur einmal angeschlossen, okay. Einmal angemacht. Seitdem kriege ich auch die Tür halt auf. Ich hatte auch mal so einen, ich habe den verloren. Ich hätte den behalten sollen. Mit was läuft denn der? Benzin? Ganz mal mit Benzin, ja. Okay. Ja, kannst du hier... Mit Fuel. Dann läuft er. Okay, boah, ich muss auch mal so einen suchen. Wenn mein Kühlschrank funktionieren würde, wäre das echt gut. Hier liegt bei dir ein Schraubenzieher. Brauchst du den? Den nehm ich ruhig mit. Alles klar, ich danke. Gerne. Ich hab keine mehr. Ist wieder alle. Also wirklich. Also mit Schraubenziehern, da würde ich dealen für. Naja, glaube ich. Wo ist denn Ivo hin? Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht bei Ivo einbrechen, sorry. Ich wünsche mir ein Pferd, alles klar. Ego, alles gut? Hat's geklappt? Super. Ich hab's gleich. Oh Gott, das war's. Wie sieht's denn bei dir aus hier drin? Muss ich mal gucken. Das ist sehr unordentlich. Na komm, zeig mal. Jetzt zeig nicht so. Ja, okay. Jetzt zeig doch mal so. Schick. Schöne Couch so zum Pennen. Gerader Tisch. Immer gut. Sieht doch gut aus mit den, ja, zwei Balkons. Die Tür zum Klo ist leider kaputt. Also wenn man reinkommt und... also es könnte manchmal ein bisschen unangenehm sein. Ja, die Toilette ist ja hier. Ist ja alles gut, ne? Und schön, Balkon hast du hier auch noch. Eigentlich echt gut. Ich hab's geschafft. Hast du geschafft? Oh, eine Kiste. Eine erste eigene Kiste. Sehr schön gemacht. Jetzt kannst du da schön Zeug reinlagern. Oh, ist sie groß. Ja, aber vertrau mir, sie ist nicht groß genug. Ich habe mittlerweile 6. Stefan hat, glaube ich, 4 oder 5. Vertrau mir. 4. Ja, die wird nicht lange halten, verspreche ich dir. Du wirst bald neue, also noch eine mehr brauchen, eine zweite mehr und eine dritte mehr. Nein, ach shit. Kannst du mich kurz rauslassen? Warte, ich muss mal kurz was testen bei dir.
Was? Nein, nicht runterspringen. Nee, 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 mach mal auf. Ich will wissen, ob man über deinen, über, ob man hier auch einsteigen könnte, über deinen. Könnte ich jetzt hier. Okay. Ich bin eingebrochen. Moment, das ist jetzt natürlich, was ich als Risiko quasi nicht bedacht habe. Es ist mir auch gerade das aufgefallen, dass das ist ja möglich. Stefan? Ja? Ich bin gerade bei Ego über den Balkon eingestiegen. Problem. Also ich. Ja, du musst ein Stück höher. Ja, ja, und jetzt nochmal. Ja, ja, und jetzt. Ja. Einmal kurz den Kopf. Oh. Ja. Vorsicht. Ja. Ja, und jetzt so ein bisschen hoch und dann den Kopf einziehen. Dann kommst du. Taktisches Problem. Du musst noch auf die Stange hier und du musst erst noch hier hochklettern. Ja, sonst also muss halt ja auch noch Schloss. Dann geht's, ja. Wollte gerade sagen. Ich glaube, ich habe sogar noch ein Schloss, falls du meinst. Ich habe ein eisernen Schloss eben gefunden. Ja, das kannst du hier in die Tür reinschmeißen. Ja, genau. Ja. Lass mich aber bitte erst richtig raus, weil ich will nicht vom Balkon springen. Jetzt hast du sie abgeschlossen, zur Not kann dann keiner mehr über deinen Balkon einsteigen. Aber könnte man jetzt auch, Moment, was denn hier? Der ist doch viel zu hoch. Die sind doch viel zu hoch. Da kommt man nicht hoch. Runter könnte vielleicht. Man von der Ecke dann hier, also. Nein, also ich glaube, das macht keiner. Das wäre ein bisschen gewagt. Für, ich will mal die, ich will gucken, was der Typ versteckt. Das wäre ein bisschen gewagt, das macht keiner. Denke ich, ich hoffe es nicht. Oh nein, schon wieder drohen. Okay, flieg ja weg. Na, magst du es nicht? Ich finde das beruhigend. Oh, schlimm. Oh. Ja, ich habe dir mal Handschuhe hingelegt, falls du was mit anfangen kannst. Kannst bestimmt auch für dich heil machen. Taktische Handschuhe, die sind gut. Sowas würde ich auch dann für als Ausrüstung für Einsätze nehmen. Ich kann die gerne reparieren. Kannst du dir dann schon mal weglegen oder so? Ich habe tatsächlich schon, das ist meine Kiste hier für die Einsätze. Die hier im Büro, sag ich mal. Jo, Moment, ich repariere die mal. Reingucken, da habe ich schon mal. Kannst du haben, ich hab da noch welche drinnen. So. Dann gebe ich die vielleicht Igor oder so mal gucken. Ich hab glaube auch schon welche. Die hier oder was? Ja, richtig, da packt man ganzen Kram rein, wo es hat, der könnte nützlich sein für Einsätze. Ja, das sieht doch gut aus, ne? Naja. Gibt's noch eine größere Weste dann und alles? Ja, das machen wir dann Stück für Stück. Warte mal, ich gebe die Handschuhe gleich schon mal Igor. Igor? Ja? Du, Hey. Wollen wir da hier eigentlich noch einen trinken oder so? Wir gehen erstmal gleich nochmal zum Outpost Zeug verkaufen. Also, wenn du irgendwie Stuff loswerden willst, verkaufen willst, alles mitnehmen. Dann warte mal eben. Das Marat wieder ein, was hier einsortiert haben. Warte mal eben. Für das mit der Ausrüstung dann im Endeffekt. Wir hatten hier gerade noch ein paar Handschuhe, die kannst du schon weglegen. Die sind eigentlich ziemlich gut für dann später, für eine gute Ausrüstung, sag ich mal. Bitteschön, das sind so taktische Gloves. Habe ich auch gerade repariert, sind wieder perfekt. Also das sollte funktionieren. Die kannst du ja aufheben dann, für so bessere Rüstung und so. So. Dann hol ich mal das Auto. Jo. Achso, im Haus. Ist eigentlich dumm. Ah, egal. Egal. So, bevor wir losfahren, ihr könnt schon mal einsteigen, ich geh pinkeln. Ja. Lass mich! Ich hab eine Zwergenblase. Scheiße, das ist doch meiner.
Ich muss auf jeden Fall pinkeln gehen. Ich meine, in echt ist es schon schlimm, aber das ist schon hardcore. Okay. Wir können. Wehe. Alter, das fühlt sich mir so schnell. Jo. Alles dabei, was du verkaufen willst? Weiß er Bescheid? Ich glaube ja. Jo, der weiß Bescheid. Sehr gut. Eieieiei. Heute ist ja wieder was. Alles okay, Stefan? Ja, dieses Schreien permanent, ne? Schreien? Ja, ach so. Wenn hier der Typ, der im Haus da unten links, weißt du, hier rechts von der Nachbar. Ja. Der gerade raus will, der sein Tuning aufkriegt. Ja, mit Intelligenz haben die es nicht so. Wollen wir dann erstmal einen Kaffee trinken? Und nochmal einen Kuchen essen, so als Belohnung? Also ich wäre eher für ein Bier. Okay. Ich lass noch runter springen. Oh, also wo ist die? Da ist er. Ja, Bier. Das können wir uns dann an den Steg setzen und können einen trinken. Also, ach, du meinst ja jetzt, ich hätte uns erzählt, ich hab in die Bar da. Achso, du willst da in der Bar einen trinken. Bitte? Du willst da in der Bar eintrinken, oder was? Ja, ich meine, wir können es auch mitnehmen. Dann gebe ich das am Steg auch, kein Thema. Ah, okay. Dann musst du gleich mal reloggen, Blub. Immer in Dings sind. Dann gehst du mal kurz in ein Gebüsch oder so und. Alles gut. Ob die böse ist, wenn ich meine eigenen Getränke mitnehme? Deine eigenen Getränke. Das. Weiß nicht, ob Aria da was sagt. Ich hab dich schon so oft angeschnauzt, ey. Geht doch wieder, Schwein gehabt. War richtig erfolgreich, ey. So, ja, jo, war ich gut heute, ja? So, ich mach dir noch kurz die Tür auf. Oder kommst du mit hier raus? Könnt ihr alle drüben aussteigen? Ah, okay, gut, dann brauche ich das nicht mehr. Ja, funktioniert. An. Was? Ich muss auch verkaufen. Ich gehe zum Militärtypen. Ja, ich bin einfach kurz zum Mechaniker. Jo. Das Spiel macht so Bock. Das Spiel macht einfach so Laune. Das ist echt, ey, what the fuck. Hey, ich hab was für dich. Ein bisschen was. Sehr viel. Moment, ich leg's dir kurz alles auf die Theke, okay? Nicht ein Rucksack, der Inhalt, ja? Stefan? Igor. Sag mal, Igor, was denkst du? Rauchgranaten bei Max, funktioniert das? Ich habe tatsächlich eine seit dem ersten Tag aufgehoben, weil ich denke, um sich zurückzuziehen, also ich weiß nicht, ob die ja durchgucken können, aber so als Rückzug sich einnebeln macht doch Sinn, oder? Denke ich mir, aber bei Max auch. Gelernt. Also ich habe eine Rauchgranate, die gebe ich auch nicht her. Ich habe drei, ich bin mir halt nicht sicher. Ich verkaufe ihm auch die Peacekeeper von ihm, nicht die in meiner Kiste. Was ab, Digga? Sag mal, Stefan, Rauchgranaten. Digga sind? Nee, hier unser Kollege. Der ist ja hier. Stefan? Ist jemand drauf? Ja? Rauchgranaten bei Max. Denkst du, das funktioniert? Ich habe da keine Ahnung von. Also, vielleicht um ihn zu verwirren. Ich weiß ja nicht, ob das bei den Sensoren überhaupt klappt, bei denen. Ja. Nee, also du hast auch die Bauchpläne mal gesehen. Ich habe keine Ahnung, was hat. Ja, gesehen, nee, ja, aber ich habe noch nie eine Rauchgranate bei dem benutzt. Ich weiß nicht, ob das klappt.
Achso, ich wollte nochmal gucken wegen den taktischen Westen. Du hast doch taktische Weste gehabt. Zeig mir die nochmal bitte. Guns, come on, load it. Security reason. Oh, und Helme. Über, ne? Helme obviously. Hast du auch. Was hast du für einen Helm noch? Die Militärhelme, also, der K6. Okay. Ja, das ist der beste Helm. K6. Drei Helme. Ah, wieder mal im Banner. Ey, der. Die wären gut, das bräuchten wir dann alle. Oder so ein Soldatenhelm. Würde zur Not auch noch gehen. Ballistik, taktische Weste. Ich kann natürlich nochmal hier einen kaufen, ne?